Hey, hier noch ein Video von mir. Ich bin Kati, Heilpraktikerin und ja, mache Videos für mehr. Blablabla, Eigenwahrnehmung. Eigenwahrnehmung, Lebenshilfe, einfach alles, was dich unterstützt beim Bewusstwerden, Bewusstwerdungsprozess für deine Selbstverantwortung und alternative Wege der Heilung. Ja, alles so in dem, so darum geht's hier. Und jetzt möchte ich dir gerne kurz was über das tägliche Üben erzählen, weil ich das wirklich gerade sehr als eine große Bereicherung empfinde, beziehungsweise der Weg der kleinen Schritte. Ja. Und zwar gibt es ja oft so große Projekte, die wir uns vornehmen, die wie ein Riesenberg vor uns liegen und wir trauen sie uns nicht anzugehen. Und ich merke gerade, dass es mir gut tut, mir kleine Schritte vorzunehmen, und dann gehe ich lieber diese kleinen Schritte. Komm langsam voran, aber ich komme überhaupt voran. Weil den Riesenberg, den trage ich nie ab. Aber wenn ich mir das in kleine Portionchen teile, dann komme ich an. Und zwar schneller, als ich dachte. Das ist ein Phänomen, was ich festgestellt habe. Und genauso bei dem täglichen Üben. Ich meditiere gerade täglich, ich mache bestimmte Körperübungen täglich. Und zwar übe ich so, dass es mich nicht anstrengt. Die kleinen Schritte mache ich so, dass sie mich nicht anstrengen, sondern mit Freude. Und dadurch, dass ich es jeden Tag mache und so kleine Schritte, freue ich mich darüber, dass ich es mache. Und ich weiß, ich muss mich jetzt nicht überanstrengen, sondern ich mache einfach morgen weiter. Und das finde ich eine ganz wichtigen Anteil in diesem täglichen Üben, weil das ja oft so anstrengend empfunden wird, immer jeden Tag etwas zu tun. Aber diese Befreiung da drin, dass durch die kleinen Schritte mache ich so klein, dass es mir Freude macht. Ja, ich versuche gerade ein Buch zu schreiben und ich merke so, boah, ein großes Buch schreiben, boah. Wow, wo fange ich da nur an? Ja, Schritt für Schritt. Und ich habe mal gemerkt, dass beim Schreiben zum Beispiel, dass es mir hilft, wenn ich sage, okay, ich schreibe einfach nur 10 Minuten. 10 Minuten, das ist doch nichts. Kann ich doch machen. Und dann bin ich drin nach 10 Minuten und schreibe länger. Und dann merke ich, wie viel Freude es mir macht. Ja, aber dieses tägliche Üben mit Freude. Also die Portionen so klein zu wählen, dass es dich nicht erschöpft. Und dass Körper, Geist und Seele sich dabei erholen können. Ja. Ich habe bei Thich Nhat Hanh, ich weiß nicht, ob ich den Satz so schnell finde, einen schönen Satz gelesen, der mir gerade, weil ich ja, wie gesagt, dieses Buch schreibe, ich blätter gerade mal in meinem, ja, und zwar lautet der: Ich schreibe ein Buch, aber ich tue es ohne Anstrengung. Ich ruhe gleichzeitig dabei. Ja, und das finde ich schön. Das möchte ich mir mehr bewusst machen, dass ich, wenn ich etwas tue, gleichzeitig die Freude dafür spüre und mich nicht überanstrenge. Unsere Gesellschaft neigt dazu, zu große Ziele zu haben, zu viel erreichen zu wollen, zu viel leisten zu müssen. Und ich kann dir nur empfehlen, da rauszusteigen und ja, jeden Tag ein bisschen zu üben, dich mehr zu entspannen, mehr Ruhe und Auszeiten dir zu gönnen, langsamer zu werden und Achtsamkeitsübungen zu machen, die dir helfen, im Moment zu sein. Ja, der Moment ist das, der da ist. So.
Und dafür passiert das Leben. Nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Das war jetzt sehr poetisch. Okay, da so viel dazu. Schau dir gerne das nächste Video auch noch an. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann da unten gibt es so einen Button, da kannst du draufklicken. Und ja, ich freue mich, wenn du mir schreibst in die Kommentare oder wenn du Unterstützung willst, kannst du gerne ja was mit mir ausmachen, mir eine Mail schicken. Und dann bin ich gerne für dich da. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Ciao.